Hi und Servus, Martin Veit hier vom Antenne Vorarlberg Frühstücksradio. Morgen hier in Alberschwende, fünftes internationales Handmähen. Bei mir jetzt der Michel von der Landjugend Bregenzer Wald. Was ist denn dieses Handmähen genau? Ja, früher hat man so gemäht und wir haben uns das zur Challenge gemacht, dass wir da jetzt einen Wettbewerb draus machen. Mit der Sense mähen, klingt gefährlich, ist es das? Nein, gefährlich ist es im Prinzip nicht. Die Schneide, die sollte schon sehr gut hauen, aber da dürften eigentlich keine Verletzungen passieren. Okay, ich glaube, es ist ja schwieriger, als es ausschaut. Die Lucia von der Landjugend Bregenzer Wald hat mich ja im Frühstücksradio herausgefordert. Und das probieren wir jetzt ganz einfach einmal. Lucia ist schon beim Aufwärmen und ich würde sagen, let's sense. An die Sense, fertig, los! Sauber mähen, Martin. Hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp, hopp! Hop. Das ist krasser als wie jedes Fitnessstudio. Also die Wiese von der Lucia brauchen wir gar nicht zeigen, die ist nämlich wirklich aalglatt. Ja, bei mir stehen noch ein paar Grashalme. Was gibt es noch für eine Note, Michi? Ja, ich würde jetzt der Lucia sagen, ganz Kleinigkeiten sind auch stehen geblieben. Das wäre eine glatte 2. Bei dir müssen wir diskutieren, ob sich da die 4,5 noch ausgeht. Hey, oh, tut das weh. Lucia, Gratulation. Danke vielmals. Großartig. Morgen also dann die richtige Meisterschaft. Was gibt es denn für Preise zu gewinnen? Für die Sieger gibt es einen Köriger Pokal. Antenne Vorarlberg.